an den Wandsee gelockt, ja. Danke, Bruder. Guten Tag, Steinbach. Herr Steinbach. Herr Steinbach, was aus Ihrer Sicht hat die Welt am meisten verändert? Der 11. September oder diese arabische Revolution? Ich denke mal, beide Ereignisse sind epochemachend mit Blick auf den Nahen und Mittleren Osten und darüber hinaus, weil sie auch Europa berühren. Und sie sind aufeinander zu beziehen. Wird diese Revolte eine neue Dynamik in den Nahostkonflikt bringen? Also steht jetzt Israel unter Druck? Ja, ohne Zweifel. Das sehen wir ja jetzt schon. Mubarak war am Ende ein Spezi von Netanyahu. Abdallah von Jordanien ist es auch. Und der saudische König, der war viel mehr beunruhigt über das, was aus Iran kommt, als über irgendeine Form von Bedrohung, die durch Israel ausgelöst. Das wissen wir seit Wikipedia, seit WikiLeaks. Aber wir wussten es vorher. Ich wusste es schon. Die haben abgelenkt von der Palästina-Frage hin zur Iran-Frage, zu dieser neuen Bedrohung. Es war das Bestreben der israelischen Politik unter Netanyahu, aber vielleicht auch schon unter seinem Vorgänger und auch der Bush'schen Politik sozusagen einen neuen Fokus der Feindseligkeit aufzubauen, einen neuen Fokus der Bedrohung aufzubauen. Iran. Und hinter diesem Rauchschleier. Der auf diese Weise generiert worden ist, konnte man weiter siedeln. Da hat keiner nach Siedlungen gefragt. Oh, die waren ständig nach Siedlungen gefragt. Ja, gut, aber man hat. Das war und ist permanent ein Thema. Blieb bei der Bedrohung oder irgendwas. Aber jedenfalls hat sich keiner mehr darum gekümmert, denn uns wurde ja suggeriert, dass die neue Gefahr von Iran ausgehe. Sie wissen es besser als ich. Stop the Bomb und zweiter Holocaust und all die Rhetorik, die dann auch noch ein bisschen perfide sozusagen an unsere eigene an unsere eigenen Emotionen. Und an dieser Optik ist der Iran vollkommen unschuldig. Der Iran ist quasi eine große revolutionäre Friedensbewegung. Wenn man rechtzeitig dahin übergegangen wäre, einen Friedensprozess zu machen, der erkennbar zu einer Zwei-Staaten-Lösung geführt hätte, dann hätte Herr Ahmadinejad nicht so viele Klaviere da stehen haben. Herr Steinbach, Sie wissen genauso gut wie ich oder noch besser, dass die Zwei-Staaten-Lösung nicht das politische Ziel Ahmadinejad ist. Er ist ein Mann, der seine Ziele verfolgt gegenüber Israel, solange die Zionisten auch nur den Küstenstreifen von Tel Aviv besetzt halten. Aber ich sage die Zwei-Staaten-Lösung nimmt vielleicht dem Konflikt die Schärfe und wäre eine gerechte Lösung. Ahmadinejad würde sich damit nicht zufrieden geben. Aber ich sage Ihnen, für ihn ist Tel Aviv genauso besetzt wie Bethlehem. Ja, ja. Stimmt's? Ganz ohne Zweifel. Ja. Ich habe, wer will das leugnen? Ich habe auch Herrn Khatami gehört in Berlin, Abgeordneten gegenüber sagen, bei einem Frühstück. Da war er nicht mehr Präsident, sondern da war er gerade abgelehnt. Auch ich bin gegen die Existenz Israels. Haben Sie interveniert? Sind Sie aufgestanden und haben gesagt, das geht so nicht, schon gar nicht auf deutschem Boden? Ich habe zunächst einmal erstmal zuhören müssen, aber es kann kein Zweifel daran sein, dass ich an der Existenz Israels festhalte. Und Nein, ich meine, haben Sie es Khatami gesagt, dass Sie es tun, daran habe ich gar keinen Zweifel. Haben Sie sich in diesem Moment artikuliert? Ich war nicht gefragt. Man kann sich zu Wort melden und sagen, so nicht, Khatami. Die Abgeordneten, die im Raum standen, aber aus welcher Fraktion war das? Alle Fraktionen. Und keiner, also warum wirfst du Herrn Steinbach vor, dass er nichts gesagt hat, wenn die Abgeordneten nichts gesagt haben? Weil er gerade uns gegenüber sitzt. Wenn es die Abgeordneten wären, würde ich denen vorwerfen. Aber ich nehme jeden, weißt du? Mir ist jeder recht. Wir sind im Moment habe ich Sie. Pack die Badehose ein, nimm dein kleines Schwester rein und dann löschen wir raus. Ich finde, als deutscher Professor sollte man nicht im Radio eines totalitären Regimes auftreten. Erstens mal, lieber Herr Bruder, ist das der deutschsprachige Dienst von Radio Teheran. Aber es ist Radio Teheran. Ja, gut. Es ist Radio Teheran. Und es ist heute falsch, sich als deutscher Historiker, als deutscher Professor dem staatlichen Rundfunk eines totalitären, autoritären Regimes zur Verfügung zu stellen, das Homosexuelle auffängt und gelegentlich Ehebrecherinnen steinigen lässt. Es ist wirklich nicht so, dass ich gegenüber den Iranern nur das sage, was sie hören wollen oder das ausklammere, was sie nicht hören wollen. Ich sage ihnen alles. Aber indem ich eben auch bei Radio Teheran auftrete, haben die das Gefühl, dass wir wirklich in einem Dialog sind. Sie können über das Regime sagen, was Sie wollen. Sie können es sogar loben. Aber Sie treten in einem Propagandasender auf und damit erfüllen Sie eine Funktion innerhalb des Regimes.
Das ist so, als würden britische oder französische Intellektuelle im Jahre 1935 dem NS-Radio Interviews gegeben haben. Und das NS-Radio und alle NS-Apparate haben sich sehr bewusst auf diese Art von Propaganda fixiert. Die Olympischen Spiele 1936 waren ein Propagandaunternehmen, weil die ganze Welt hier nach Berlin kam. Hier um die Ecke fanden die Spiele statt. Und im Kleinen wiederholen sie diese Geschichte. Sie legitimieren ein Terrorregime einfach durch ihre Präsenz. Und wenn sie nur die Wasserstandsmeldungen auf Radio Teheran ansagen würden, wäre das auch der Fall. Nein, also das sehe ich ganz anders. Das sehe ich anders. Für mich ist Radio Teheran sozusagen ein Fenster, das mir die Möglichkeit gibt, bei einer anderen Gelegenheit auch etwas ins Regime hineinzusagen. Also ist ein Fenster. Also eine Art der Subversion. Trojanisches Pferd. Trojanisches Pferd. Ja, vielleicht ein trojanisches. Nein, so ein großes Objekt. Nein, dann sagen wir statt trojanisches Pferd trojanisches Karnickel. Ja, vielleicht. Nicht wahr? Dann bringe ich meine kleinen Ideen, Sie haben ja ganz zu Recht gesagt, ich überschätze mich, also meine kleinen Ideen bringe ich dann da rein.